Hallo ihr Lieben und wieder einmal herzlich willkommen. Heute zur 29. Ausgabe. Eure Fragen, meine Antworten. Aber zuerst einmal wieder möchte ich mit was ganz anderem beginnen, nämlich indem ich alle neu dazugekommenen herzlich in unserer kleinen Gruppe Nähen ganz einfach und meinen Tipps und was ich auch sonst noch so mache, begrüßen möchte. Es freut mich zu sehen, dass immer wieder neue dazustoßen und vor allen Dingen dann auch, wenn ganz neue mir neue Kommentare geben, damit ich weiß, okay, es gefällt euch. So ein bisschen das, was ich mache. Das ist Nummer 1, was ich vorab schicken möchte. Und Nummer 2 ist, dass ja einige von euch es mitbekommen haben, dass ich nun endlich nach vielen, vielen Anfragen eine Facebook-Gruppe eröffnet habe. War die nächste Herausforderung für mich, so wie die ein oder andere Näharbeit für euch eine Herausforderung ist, so war das für mich eine, da diese Facebook-Gruppe zu eröffnen, nicht einfach, sage ich euch. Aber ich denke, es hat geklappt, denn einige haben sich jetzt schon wunderbar ausgetauscht mit Fragen, mit Ideen und wir haben schon ganz tolle Modelle gesehen von einigen, die sich ganz viel am Nähen sind. Und ich denke, ihr könnt euch da wirklich gegenseitig viele Ratschläge geben. Das Einzige, was mir jetzt aber noch aufgefallen ist, ich möchte ja nicht, dass Huns und Kunz in diese Gruppe reinkommt, sondern ich möchte wirklich, dass diese Gruppe davon lebt, dass es wirklich um die Näherei geht. Und es war schon eine Person, die habe ich, nachdem sie die Anfrage gestellt hatte, aber ich sofort gemerkt habe, Moment mal, da kommt ja ein Schund in diese Gruppe rein. Da kamen Sachen rein, die mit allem Möglichen was zu tun hatten, von Politik angefangen, über wirkliche, nicht so besonders schöne Sachen, so wie ich das empfinde. Diese Person habe ich rausgeworfen. Und darum geht es nämlich, das wollte ich einfach nochmal sagen. Bitte bleibt beim Thema und dann werden wir alle etwas von dieser Gruppe haben. Und was mir noch aufgefallen ist, zum Beispiel Dagmar, denn um dich geht es heute auch, Dagmar. Du hast, wie so viele andere, eine Freundschaftsanfrage gestellt. Aber mit der Freundschaftsanfrage kommst du nicht in die Gruppe rein. Also, wenn ihr möchtet, dann bitte stellt mir die Anfrage, in die Gruppe aufgenommen zu werden und gebt bitte mit irgendeinem Wort, weil ich dich aus YouTube vom Nähen her kenne oder irgendwas, gebt mir da einen Link, damit ich weiß, ihr wollt aus dem Grunde in die Gruppe rein, um weiterhin mit guten Näharbeiten, mit Ideen und so weiter, euch gegenseitig Ratschläge und Tipps zu geben und euch zu helfen. Eine Anfrage hatte ich zum Beispiel auch für die Gruppe und das kam mir schon so komisch vor. Und da habe ich gleich nachgefragt, ach so, du willst nichts kaufen. Nein, es geht nicht um etwas zu kaufen, es geht wirklich nur um Hilfen für uns gegenseitig. Aber genug davon geplaudert, lasst uns mit der ersten Frage beginnen. Ich beginne mit Marin. Die Frage ist schon 2 Wochen alt, denke ich. Marin hat einen Stoff gekauft mit einem Karo-Muster, wahrscheinlich mit einem nicht gleichmäßigen Karo-Muster und hatte ein bisschen Probleme, das richtig zuzuschneiden. Und fragt also, wie schneide ich nun einen Karo-Stoff richtig zu, damit mir dann alles auch aufeinander passt? Und soll ich das in doppelter Stofflage machen oder schneide ich das einfach zu? Also grundsätzlich ist es einfacher, es einfach zuzuschneiden und nicht den Stoff dupliert liegen zu haben. Genau wie ich das bei der Tasche aufnähen, Karo-Tasche aufnähen erklärt habe, solltet ihr euch, so wie ihr glaubt, das Vorder- und Rückteil zum Beispiel, also ihr beginnt mit den großen Teilen, wie will ich diese beiden großen Teile mit dem Muster zuschneiden? Das heißt, legt euch zum Beispiel als erstes das Vorderteil auf den Stoff drauf und markiert euch, genau wie ich es bei der Tasche gezeigt habe, markiert euch ein wenig von dem Muster. Das gleiche macht ihr auf der Seitennaht, wobei ihr beim Saum zum Beispiel dann darauf achtet, dass der auf alle Fälle gerade liegt. Denn manchmal muss man auch diese Karo-Stoffe erstmal ein bisschen in Position ziehen und bewegen, weil die oftmals auch irgendwo nach einer Seite hin schräg laufen. Dann macht ihr diese gleichen Striche von dem gleichen Muster auf der Seitennaht und übertragt das dann genau auf euren Schnitt, auch auf den Rücken. Und dann geht ihr schon mal ganz genau sicher, weil ihr dann ja wieder den Schnitt
so auf den Stoff zum Zuschneiden legt, dass eure Muster ganz genau stimmen. Und dann läuft da nichts schief. Beim Ärmel ist es so, dass auf alle Fälle in dem vorderen Bereich, bevor die große Weide anfängt, dass da auf alle Fälle das Muster passen sollte. Dass das nach unten hinweg läuft, das ist normal, das kann da nicht mehr passen. Und dass das nach oben dann auch beginnt wegzulaufen, das geht auch nicht anders. Also da muss man einen Kompromiss finden, welche Stelle, wo will ich das am schönsten passend haben. Und das kann man sich ja auch vorher so ein bisschen mit dem Karo-Stoff aussuchen, welches Muster ich da, also es ist ein breites Muster, was ich unbedingt hier schräg laufen, querlaufen haben möchte. Oder ist es das kleinere und ich möchte das größere lieber unten haben. Denn es kommt ja auch auf den Rapport drauf an, wie groß der Rapport bei diesem Karo-Muster ist. Und Maren, du hast auch gefragt, ja, wie machen die das denn in der Industrie? Ja, in der Industrie wird das alles mit Nadeln gemacht, so auf alle Fälle erstmal. Denn mal angenommen, es werden jetzt 40, 50 Stofflagen auf einmal aufeinander gelegt. Ja, man kann das nicht im Nachhinein durchstechen, sondern es gibt spezielle Nageltische oder Nagelbretter, die vorher auf den Tisch gelegt werden. Dann kommt die erste Stofflage drauf und man tut ganz genau dieses Muster auf diese Nadeln draufstecken. Die nächste Lage kommt drauf, wird genau justiert und so weiter. Und das ist nicht unüblich, dass man da 50 oder 100 Stofflagen aufeinander hat und das muss passen und das geht nicht anders. Und deshalb könnte die Industrie das auch gar nicht anders machen, als das so vorher gut zu fixieren, bevor das dann rausgeschnitten wird. Also, wie gesagt, ganz kurz, der Schnitt bekommt von dir zuerst das Muster an den Kanten angezeichnet und dann schneidest du es nach diesem angezeichneten Muster genau zu und dann passt das alles. Das war die Antwort für dich, Maren. Tanja, du arbeitest gerne mit Rollkragen und möchtest die unbedingt etwas näher am Hals anschließend haben, als ich das in dem Rollkragen-Video gezeigt habe. Was sollst du da machen? Ja, als erstes schau dir dein Halsloch an von deinem Schnitt. Denn bei dem Teil, wie ich es gezeigt habe, war das Halsloch nicht unbedingt eng anliegend. Das war ein bisschen weiter weg. Das heißt, ändere deinen Schnitt zuerst so ab, dass du die vordere und die hintere Mitte, falls die tiefer war, etwas höher zeichnest, die Schulter etwas verlängerst, damit erstmal dein Halsloch auf alle Fälle enger wird. Dann misst du das danach aus und wenn du einen sehr dehnbaren Stoff hast, das heißt, du hast dann wahrscheinlich keinen Reißverschluss hinten drin, dann nimmst du von der Gesamtweite, die du ausgemessen hast, einfach nochmal 1-2 cm weg, je nachdem, wie eng es dir wirklich anliegen soll und vor allen Dingen auch, wie dehnbar dein Stoff ist. So einfach ist es. Aber es hängt schon mit dem Halsloch als solches zusammen, wo du zuallererst drauf achten musst. Die nächste Frage kam von Bruni. Sie möchte gerne einen Schmetterlingsärmel machen, so wie ich das ja auch schon gezeigt habe in einem Video. Und sagt nun, ja, mein Jersey-Stoff hat zum Beispiel eine wirklich linke Seite. Das heißt, wenn ich mir den von links anschaue, habe ich vielleicht gar kein Muster, das ich auf der rechten Seite habe, weil es ein Druck war und keine Webware war, sage ich mal. Oder nicht durchgestrickt war, wie bei einer Strickware, wo man ja auch beide Seiten die gleichen Farben hat, sondern es war ein Druck. Und nun hat sie das Ärmelchen hier fallen und man sieht die linke Seite. Sieht natürlich nicht schön aus. Ja, was kannst du da machen, dass man das nicht sieht? Es gibt zwei Möglichkeiten, auf die ich so spontan komme. Als erstes, du machst den Schmetterlingsärmel im oberen Bereich länger. Denn bei mir war das ja so, dass der, wenn der hier unten beginnt, nicht so weit auf den Ärmel drauf fällt. Wenn ich aber diesen oberen Teil einfach wesentlich größer mache und er mir genauso weit hier drauf fällt, wie er unten fällt, dann sehe ich zum Beispiel die innere Seite nicht. Das ist eine Möglichkeit. Aber wenn du ihn nur so kurz haben möchtest, wie ich das auf dem Video gezeigt habe, dann könntest du ihn doppelt machen oder du machst ein schönes Futter dagegen, anstatt den gleichen Stoff, weil es dir sonst vielleicht zu dick wird. Nimm also zum Beispiel eine Organza oder ein Satin, einen ganz dünnen Satin. Verstürze den Ärmel damit erst an der unteren Kante,
sodass sogar durch den Effekt, der von der Innenseite herkommt, der Ärmel nochmal eine ganz andere Wirkung bekommt und nähe ihn dann erst ein. Und dann hast du natürlich auch noch die Frage gestellt, ja, wie versäubert man das an der unteren Kante? Das habe ich zwar schon mindestens zweimal in anderen Videos gesagt, aber hier nochmal ganz kurz, wie ich es bei dem Teilchen auch erwähnt habe, man macht einen Rollsaum dran, man kann die Kante einfassen mit einem Strickband, man kann ihn nur abkändeln, dann ganz leicht umbügeln, das hat sogar eine von euch als Tipp auch geschrieben, umbügeln und dann mit so einem ganz, ganz feinen Blindstich annähen. Also da ist einem eigentlich alles offen gelassen, wie man das verarbeiten möchte, wie man eben möchte, dass es aussieht am Ende. Das hängt ja mit deinem Geschmack zusammen, wie dir das am besten gefällt. Probier das ganz einfach an einem kleinen Stückchen Stoff, den du als den Ärmel genommen hast. Nimm den gleichen Stoff und probier verschiedene Sachen aus. Und dann nimm das, was dir am besten als Abschluss gefallen hat. Claudia, du bist die Nächste. Du bist dran. Du möchtest diesen Grundschnitt machen, aber nicht wie ich, der jetzt nur bis auf die Taille geht, vom Damenoberteil, den Grundschnitt, sondern du möchtest daraus eine Bluse oder Top machen, möchtest aber, dass der dir bis auf die Hüfte geht. Ja, das ist ja gar kein Problem. Du hast geschrieben, ungefähr auf halbe Po-Höhe, sagen wir mal, das ist der Hüftumfang, von dem du sprichst, dann misst du deinen Hüftumfang und die Höhe, die bis zu diesem Maß genommen wurde, verlängerst das genau auf von diesem Höhenmaß, was du von Taille bis Hüfte hast, und nimmst das neue Maß von deiner Hüfte und verlängerst das. Das heißt, automatisch wird dann ab der Seitennaht, die wird nach außen gehen, vom Rücken und auch vom Vorderteil, und du hast deine Verlängerung gemacht. Oder wenn es sehr weit fallen soll, kannst du das auch gerade, wenn du jetzt keine große Taille gezeichnet hast, denn die stellen wir ja im Nachhinein erst rein, kannst du es gerade aus 100 zeichnen und dann später vielleicht erst einen Abnäher reinmachen, um die Taille mehr zu betonen. Aber das zu verlängern, das ist überhaupt kein Thema. Nimm dir, wie gesagt, die Hüfthöhe, nimm dir dein Hüftmaß und verlängere das genau in diesem Schema. Okay? Und nun kommt Dagmar dran. Ja, Dagmar, bei dir habe ich das auch heute gesehen. Du hast einen Freundschaftsantrag in Facebook gestellt, aber nicht danach gefragt, in die Gruppe aufgenommen zu werden. Also wie gesagt, mach das bitte und dann bestätige ich das, dass du in die Gruppe aufgenommen bist und dann können wir uns weiter austauschen. Aber nun zu deinem Thema. Ich weiß, es geht ja schon länger bei dir darum, dass du eine schöne passende Hose machen möchtest. Bist auf meinen Rat eingegangen, hast eine Hose aufgetrennt, die dir gut gepasst hat, wie du sagst, und nun hast du das nach diesem Schnitt gemacht und die passt nicht. Dann ist irgendwo was schiefgelaufen. Denn warum soll die Hose, die mir gepasst hat, und ich habe sie original aufgetrennt, original neu geschnitten und genäht, warum soll die nicht passen? Entweder du hast irgendwas mit Zugaben übersehen, die du ja beim Auftrennen vielleicht anders hattest und hast dann anders weggenäht. Das ist eine Möglichkeit. Aber was ich hier ja vermute ist, dass diese aufgetrennte Hose einen ganz anderen Stoff hatte, wie den du verwendet hast. Der braucht ja nur etwas elastischer zu sein als Beispiel, als den Stoff, den du jetzt neu verwendet hast. Und schon sitzt die Hose anders. Und natürlich erwähnst du ja, wie ist denn das, muss man da nicht auch auf den Schrittumfang als solches achten. Nämlich wenn man zum Beispiel von der Taille, vom Solarplexus hier, durch die Beine zu der hinteren Taillenhöhe misst. Ja, natürlich hat das da was mit zu tun, das ist ja keine Frage. Aber es hat nichts mit dem Teil zu tun, das du aufgetrennt hast. Also da hast du ganz bestimmt irgendwo, ist da was schiefgelaufen. Anders kann ich das nicht sagen. Aber ganz einfach, um das Thema vielleicht jetzt noch anders anzugehen ist, ich sträube mich da schon die ganze Zeit, das anzufangen, aber ich sehe schon, da ist wirklich Bedarf und ich verspreche auch nicht, wann das stattfinden wird. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit versprochen irgendjemandem, ich werde irgendwann einen Grundschnitt beziehungsweise ich werde einen Westenschnitt euch zeigen und ich habe auch, ich weiß schon, dem Matthias mal versprochen, irgendwann kommt auch eine Hose. Das ist zwar eine Herrenhose für einen Herrenschnitt, das heißt mit einem schönen geschnittenen Bein. Das ist jetzt keine Röhrenjeans oder sowas, sondern ein richtiger Herrenhosenschnitt. Also diese Schnitte sind von mir geplant zu machen, aber das hängt jetzt auch wirklich mit zusammen,
wann ich die Zeit finde, weil das ist ein bisschen aufwendig und da hänge ich schon ein paar Stunden dran, um das euch richtig zu erklären, weil ich muss mich ja selbst auch vorbereiten, wie erkläre ich es, damit ihr das gut nachvollziehen könnt. Es ist was anderes, ob ich das jetzt für mich mache und gar nicht dabei denke oder ob ich euch das erklären muss. Deshalb gebt mir ein bisschen Zeit, aber Dagmar, ich verspreche es auf alle Fälle im nächsten halben Jahr sagen. Ich wollte jetzt gerade sagen in diesem Jahr, aber das ist ja noch ewig hin. Also im nächsten halben Jahr auf alle Fälle einen Grundschnitt bzw. einen Herrenhosenschnitt euch zu zeigen, wie ihr den selber erstellen könnt. Und dieser Herrenhosenschnitt ist ganz genauso zu verwenden, wenn ihr dieses Bein möchtet, dieses gerade, runterfallende, elegante Bein, dann ist das genauso zu verwenden für eine Damenhose. Also Dagmar, vielleicht kommunizieren wir nochmal über Facebook deswegen, aber das ist jetzt, was ich dazu sagen kann. Nun haben wir einen Namen, das eventuell ein Nachname ist, aber ich weiß nicht, wie ich sonst ansprechen soll. Lamasch. Lemasch. Okay, also Lemasch hat vor einiger Zeit eine Industrienähmaschine bekommen und hat irgendwann erzählt bekommen, da soll man einen Ölwechsel manchmal machen. Ich habe in meiner gesamten Laufbahn noch nie bei einem Schnellnäher, also bei einer normalen Nähmaschine, Industrienähmaschine, einen Ölwechsel vornehmen müssen oder gemacht. Weil das ist etwas, das muss in der Werkstatt gemacht werden, weil da so viele Schläuchen sind, wo ja das Öl hintransportiert wird an die einzelnen beweglichen Teile in der Maschine, das könntest du mit Sicherheit überhaupt nicht machen. Deshalb lass da die Finger davon oder gib es einem Experten, der dir aber eventuell auch sagen wird, ja, da ist doch noch Öl drin, wieso wollen sie da einen Ölwechsel machen? Das könnte sein, dass der das sagen wird. Und wenn da wirklich die Ölanzeige immer noch voll ist bei dir, denn du hast ja wahrscheinlich an der rechten Seite so eine kleine Ölanzeige, wo du dann auch in dieses Löchelchen da oben rein das Öl gibst und die Maschine selbst während des Nähens ölt ja den gesamten beweglichen Bereich in der Maschine, die ganzen Wellen und was da alles drin ist. Bei einer Overlock oder einer Safety-Maschine, wie ich sie habe, da ist das manchmal der Fall, dass man einen Ölwechsel macht. Da ist auch eine große Ölwanne drin, aber selbst das ist keine schöne Arbeit. Also ich würde mal sagen, es kommt jetzt darauf an, wenn du viel nähst, ganz viel nähst, dann müsste der Ölstand eigentlich runtergehen und dann füllst du nach auf das Medium-Zeichen. Also nicht ganz voll braucht man die eigentlich nie machen. Denn es ist schon wichtig, dass die Öl bekommt. Es sei denn, der Stab hängt irgendwie. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du den Ölstand wirklich sehen kannst. Ansonsten, was ich auch allen mit Industrienähmaschinen empfehlen kann, ab und zu mal auf den Greifer, also unten bei der Spule auf den Greifer, mal einen kleinen Tropfen Öl direkt an die Spitze vom Greifer dran machen. Dann auf einem Probestückchen mal ein Stück genäht und hört mal diesen Klang vorher von der Maschine und nachdem ihr diesen einen kleinen winzigen Öltropfen auf den Greifer gemacht habt. Das ist eine Wohltat. Das ist so von Traktor plötzlich in so einen Ruhestand dann versetzt zu werden. Es ist wunderbar. Also wie gesagt, mit dem Ölwechsel bei einer Industriemaschine, da würde ich dann schon die Finger davon lassen oder mal einen Experten fragen, der das sowieso manchmal bei solchen Maschinen macht. Ja, und nun kommen wir nur noch zu einer kleinen Anmerkung und das ist, war eigentlich ein Kommentar von Penny Herbst. Da ging es um das Garn. Das ist ein Garnvideo, das ich gemacht habe und da geht es darum, dass sie sagt, nö, bei den Röllchen, die ich so kaufe, dieses Universalgarn, wo 100 oder 200 Meter drauf sind, da stehen keine Angaben dazu drauf, wie stark das Garn ist und was das genau für ein Garn ist. Okay, Penny Herbst, dann entschuldige bitte, ich habe noch nie eine Rolle Garn gekauft, wo nur 100 Meter drauf sind. Ihr habt ja meine Rollen gesehen, das sind halt ordentlich Meter drauf, das sind bei dem 120er, 150er Garn sind 1000 Meter drauf und selbst beim 30er Garn sind immer noch 300 Meter drauf und da ist das halt alles angegeben.
Aber wenn du schreibst, ja, dann gibt es ja noch Garn zum Beispiel für Knopflöcher, ein 30er Garn, und zum Beispiel für Jeans ein 50er. Ja, das kannst du gerne so sagen und so denken, aber ein 30er Garn ist nicht unbedingt ein Knopflochgarn, wenn du von Maschinen sprichst, die das verarbeiten. Bei einer Industrie-Knopflochmaschine zum Beispiel wird normales 80er Garn eingesetzt, kein 30er. Auf gar keinen Fall. Das würde die Maschine nicht mögen, wenn es um ein Augenknopfloch geht. Und in der Maschine läuft eine sogenannte Gimpe mit. Gimpe, das ist wie ein geflochtener, dünner Faden, der automatisch in dem Knopfloch zur Stärkung mit reingelegt wird. Und wenn es ein Wäscheknopfloch ist, das wird mit 100er oder 120er Garn genäht. Auch nicht mit 30er. Es sei denn, du möchtest das Knopfloch mit der Hand nähen. Dann kannst du wunderschön das 30er Garn verwenden. Und wenn wir von Jeans reden, ja, du glaubst nicht, wie viele Jeans, Jacken und Hosen und Röcke ich in meiner ganzen Laufbahn genäht habe, dass alles mit 30er Garn gesteppt wurde. Nicht nur das, auch ganz, ganz viele Kinderteile für die Firma Runken, falls jemandem dem Begriff bekannt ist, oder für die Firma Paddocks. Die Firma Paddocks hatte ein wahnsinnig tolles Kinderprogramm gehabt mit den herrlichsten bunten Kinderteilen, die man sich nur vorstellen kann. Das haben wir mit 30er Garn gesteppt. Das wurde dann alles verknotet, weil vor- und zurücknähen mit 30er Garn ist nicht so die gute Sache. Also mit anderen Worten, leg dich da nicht so fest, Penny Herbst, welches Garn für was verwendet wird. Und ich glaube nicht, dass du auf deiner Haushaltsmaschine ein 30er Garn für ein Knopfloch einsetzt. Also auch das wieder, ja, da gehen jetzt unsere Meinungen ein bisschen auseinander, aber wenn du sagst, die 100er, 200er Garnrollen, die haben eben keine Bezeichnungen drauf, dann mag das stimmen. Okay? Also meine Lieben, ja, das wär's für heute. Das wäre die 29. Ausgabe, eure Fragen, meine Antworten. Ich sage Tschüss, ich bedanke mich und freue mich wie immer auf alles, was da auf uns gemeinsam zukommt. Tschüss, eure Lilo.